Ich darf Ihnen nun die Teilnehmer der Podiumsdiskussion vorstellen und bitte als Erste zu mir auf die Bühne Frau Professor Dr. Ursula Gater, Rektorin der TU Dortmund. Bitte kommen Sie zu mir, Frau Professor Gater. Sie sind ja auch Vorsitzende des Kuratoriums der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Ich darf Sie schon bitten, sich sozusagen hier einzureihen. Eine kleine Starterfrage an Sie. Jetzt haben Sie eben Herrn Professor Dück zugehört. Und von dem vielen, was gesagt wurde, eins muss ich ja gleich mal kritisch in den Raum stellen. Können Sie sich vorstellen, wirklich sämtliche Vorlesungen kostenlos ins Netz zu stellen? Ist das nicht eine Wertevernichtung? Was schlägt Herr Dück da vor? Und da haben wir noch lange nicht über Urheberschutz und Datenschutz und juristische Koordinaten gesprochen. Also zunächst einmal glaube ich, dass Herr Dück nicht vorgeschlagen hat, dass wir ab morgen sämtliche Vorlesungen und sämtliche Lehre ins Netz stellen. Wir haben Ihnen ja auch hier live zuhören dürfen und das sehr genossen, dass das eben nicht online im Netz nur verfolgt werden konnte. Digitalisierung an Universitäten in der Wissenschaft, dazu will ich sagen, die Digitalisierung kommt ja aus der Wissenschaft. Da ist sie gewissermaßen erfunden worden. Der Paradigmenwechsel hat in der Wissenschaft, ja so wie Herr Dück auch schon gesagt hat, längst stattgefunden. Natürlich haben wir Forschungsdatenbanken, wir lesen die wissenschaftlichen Zeitschriften online. Selbst der Besuch von E-Books in unserer Bibliothek hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Diese Digitalisierung wissenschaftlichen Lebens, die ist da. Kurz Nachfrage zum Einstieg. Wie ist Ihr konkreter Bezug zum Stifterverband? Ich bin heute hier eingeladen, um auf dem Podium mit Ihnen zu diskutieren. Aber Sie sind auch Profiteur bzw. bewerben sich um ein Programm, das der Stifterverband ausgeschrieben hat. Ja, die Universitäten schätzen sehr, dass der Stifterverband doch gemeinsam mit der Nixdorf-Stiftung sich des Themas der Digitalisierung annimmt. Er hat ein Programm ausgeschrieben, in dem sich Universitäten bewerben können. Und da geht es dann nicht nur um die Forschung, aber natürlich, der Erkenntnisfortschritt ist das Erste, das ist Forschung. Und die Weitergabe dieser Erkenntnisfortschritte an die nächste Generation, das ist eben Lehre. Und wir sind sicher nicht in der Lage, unsere jungen Menschen allein durch digitalisierte Vorlesungen an diesen Wissensstand heranzuführen. Wir brauchen sie eben auch online im Labor, wir brauchen sie im Seminar, im Diskurs. Und deswegen glaube ich, dieses Mensch-zu-Mensch-Vermitteln von Lehre, das wird auch in den nächsten 10 Jahren sicherlich nicht aussterben. Also darüber müssen wir jetzt gleich reden, wie die Digitalisierung die Lehre und das Lernen verändert. Als Nächsten bitte ich zu uns auf die Bühne Herrn Manusher Shamsrizi, Mitglied verschiedener Thinktanks zur Digitalisierung hier in Deutschland, Global Justice Fellow an der Yale University. Herr Shamsrizi, Sie saßen eben an meiner Seite und haben schon mehrfach den Kopf geschüttelt. Ich muss sagen, ich habe im Vorgespräch ja festgestellt, er ist ein, Entschuldigung, alter Digital Native. Ich darf mir erlauben, das Alter zu verraten, 26 Jahre. Aber sozusagen eben schon mit der kleinen Festplatte am Kopf aufgewachsen, so wie wir ihn jetzt hier erleben. Schön wär's, ja. Ihr Input in der ersten kleinen Begegnung, wie ist es um die Digitalisierung in der Lehre bestellt? Sie sehen das ja vielleicht auch noch ein bisschen aus Sicht der Studierenden. Naja, also primär aus Sicht der Studierenden, das ist ja auch der Grund, weshalb ich mich im Hochschulforum Digitalisierung des Stifterverbandes engagieren darf, da besprechen wir genau diese Dinge. Und tatsächlich ist das ambivalent. Also zum einen gibt es die Vorbilder, also es gibt sie allen Orts. Hier in Hamburg darf man ja sogar darauf hinweisen, dass der Bucerius Law School es sogar gelungen ist, die Jurisprudenz ein bisschen in Zeitalter des Digitalen zu übertragen. Bei uns am Bodensee an der Zeppelin-Uni versuchen wir uns auch sehr stark daran. Die Ambivalenz, die ich da meine, ist, dass wir uns zum einen tatsächlich jetzt zunehmend mit Digitalisierung beschäftigen und genau diese Fragen in einen Raum des Diskurses gegeben haben. Was wir auf der anderen Seite nicht tun, und das führt dann zu Einschätzungen bei Herrn Professor Dück zum Beispiel, die ich als jetziger Student so nicht teilen kann, was wir nicht tun, ist anzuerkennen, dass mit dem Internet
also dass Digitalisierung mehr bedeutet, als bestehende Bücher in E-Books zu übertragen, sondern einfach, wenn man sich das medienarchäologisch anschaut, als Leitmedium einer komplett neuen Next Society, damit sämtliche Organisationen völlig neu zu denken sind. Und das tun wir im Augenblick nicht. Also vieles von dem, was da kritisch gesehen wurde, findet ja anderswo statt. Es gibt sehr gut aufbereitete Lehrinhalte online. Es kann auch bereichernd sein, einen Diskurs nicht nur im Labor vor Ort führen zu müssen, sondern mit den Kommilitonen weltweit, weil da lerne ich dann auch die Projektkompetenzen. Also nur mal als Beispiel in den Raum, der iGEM-Wettbewerb am MIT führt jedes Jahr tausende naturwissenschaftliche Studierende aus der ganzen Welt zusammen. Die lernen genau da, Projekte zu managen, sich selber zu managen, zu hinterfragen und so weiter, Selbstbeobachtung. Das findet alles statt, aber wir denken Digitalisierung noch sehr eindimensional. Wie genau Sie das sich wünschen, erfahren wir dann gleich. Danke, Herr Schams-Risi. Ja, als Dritten im Bunde möchte ich Ihnen Herrn Jim Hagemanns-Nabe vorstellen. Jahrelang im Vorstand von SAP, nun seit Mai im Aufsichtsrat, Vorstandsmitglied des Stifterverbandes. Herr Snabe. Guten Tag. Kommen Sie hier in unsere Runde. Ja, SAP ist jetzt bei diesem Megathema Digitalisierung der Bildung ja ein Akteur auf der Anbieterseite, auf der Wirtschaftsseite. Sie statten ja die öffentlichen Behörden aus, Sie haben die Infrastruktur in der Gänze gelegt mit Ihrem Unternehmen. Wer hat da den Pace gemacht? Sie als Unternehmen, die Wissenschaft oder ist es die Jugend, sind es die Digital Natives, die angefangen haben mit den Geräten, eine eigene Dynamik in diesen Wandel einzubringen? Ich glaube eher die jungen Leute, weil als großes Unternehmen sind wir oder waren wir mindestens vor ein paar Jahren zu langsam geworden. Mit Größe kommt normalerweise auch Langsamkeit. Und wir haben eigentlich von den jungen Leuten gelernt, dass es viel schneller gehen muss, also mindestens doppelt so schnell, und haben uns von den jungen Leuten das auch gelernt. Ich glaube, wir stehen in einem signifikanten Wandel. Und dieser Wandel, der Paradox ist ja, dass auf der einen Seite ist der Technologie der Grund dieser schnelle Veränderung, neue Möglichkeiten, radikale Veränderungen. Und gleichzeitig ist die Technologie wahrscheinlich auch die Lösung, um schnell genug die neue Welt zu lernen. Nehmen wir das als Input. Danke, Herr Snabe. Und jetzt darf ich nochmal Herrn Schlüter zu uns aufs Podium bitten, den Generalsekretär des Stifterverbandes. Ihn würde ich gerne eingangs nochmal genau fragen. Es wurde schon angesprochen, dieses MOOC Production Fellowship Program. MOOC steht für Massive Open Online Course. Ich weiß, das ist ein Wettbewerb. Es konnten Konzepte eingereicht werden. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr Inhalt jetzt geben, wie dieser Wettbewerb ausschaut, wie das spannendste Konzept aussah, das eingereicht wurde. Ja, es gibt eine Reihe von Ansätzen, vor allen Dingen in Amerika. Diese Massive Open Online Courses kamen aus Amerika. Der erste Kurs, über den viel berichtet wird, hatte 160.000 Teilnehmer an der Stanford University. Interessanterweise haben davon eine Reihe dann auch den Abschluss gemacht. Und von denen, die den Abschluss gemacht haben, das war ein klassischer Kurs für die Stanford-Studenten, waren 400 derjenigen, die das Examen in diesem Kurs gemacht haben, besser als der beste Stanford-Absolvent. Also eine hohe internationale Resonanz und der Beweis, dass sich weltweit sehr viele junge Menschen dafür interessieren und die Möglichkeit haben, die sie sonst nie gehabt hätten, an Stanford Kurse zu belegen. Das ist sozusagen der Hintergrund. Wir wollten mal gucken, ob das auch in Deutschland ein Phänomen sein kann und haben eine Ausschreibung gemacht mit extrem vielen mehr als erwarteten Bewerbungen. Und das Kennzeichnende ist, dass diese Online-Kurse eben deutlich mehr sind als eine abgefilmte Vorlesung. Das ist auch deutlich mehr als nur digitale Printsubstanz, die man dann über irgendwelche Medien entweder so lesen kann oder ausdrucken kann. Das sind ganz andere Konzepte der Vermittlung von Wissen und dieser Wettbewerb hatte eine hohe Resonanz. Es gibt fantastische Beispiele. Ich habe mal welche gesehen zur Einführung in die Anatomie. Da stehen dann diejenigen, die das erklären, mitten in den Herzklappen und erklären dort sozusagen das, was dort passiert, mit ganz anderen Möglichkeiten. Und das ist das Letzte, was ich hinzufügen will, was diese Kurse auszeichnet, ist eine hohe Individualität in der Möglichkeit, sich weiterzubilden. Einmal kann man den Lernfortschritt
zeitlich bestimmen, das Quantum kann man bestimmen und man bekommt regelmäßige Feedbackschleifen. In der klassischen Vorlesung muss man warten bis zur nächsten Probeklausur, da kann man stündlich aktuell sehen, wo man steht und wo man nacharbeiten muss. Es gibt zig Aspekte, die einer Nachfrage bedürfen. Erste kurze Nachfrage, in welchem Fachbereich war dieser von Ihnen skizzierte Kurs in Stanford University, bei der dann eben 400 besser teilgenommen haben, besser die Sache absolviert haben als die Studenten vor Ort? Das war von Sebastian Truhn, ein Deutscher, hier bekannt und ausgezeichnet über künstliche Intelligenz, dieser Kurs. Zweite Nachfrage, wenn Sie diesen Abschluss jetzt erwähnen, ist der in den Inhalten vergleichbar mit dem, den man sich jetzt so klassisch vorstellt, als jemand, der auch noch ganz normal vor der Digitalisierung bis 97 an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studiert hat, wo man noch ganz normal geschrieben hat und zu dem Zeitpunkt noch null Digitalität im Spiel war? Das ist eine große Frage an unser Bildungssystem. Wenn man den Bologna-Prozess ernst nimmt und die Möglichkeit junger Studenten, die Punkte, die man braucht für das Examen, nicht nur an der eigenen Universität, sondern an auch anderen Universitäten zu sammeln, dann eröffnet das ganz neue Möglichkeiten. Wenn man das jetzt machen will, muss man räumlich an die andere Universität ran, da die Kurse meistens über ein Semester gehen, ist man ein halbes Jahr weg. Jetzt kann man an der eigenen Universität bleiben, aber weltweit Kurse belegen. Und da stellt dann natürlich die Frage, wie ist das anzuerkennen an der eigenen Universität? Eine der großen Problemfelder, wo es Lösungen bedarf. Herr Schams-Riesi, Sie haben eben gesagt, wir verstehen das digitale Lernen immer noch nur eindimensional. Sprengen Sie die Welt? Wohin wollen Sie, wenn Sie das sagen? Also ich will darauf hinaus, dass, also ich will auf zwei Dinge hinaus. Zum einen will ich auf die Einsicht hinaus, dass wir als Bildungssystem, wie Sie das gerade sagten, in einer wunderbaren Gleichzeitigkeit von Chance und aber auch Risiko stehen. Die Universitätslandschaft ist ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt Startups in dem Bereich, diese MOOC-Initiative des Stifterverbandes wurde ja durch ein sehr erfolgreiches Berliner Startup, Iversity, begleitet. Es gibt Startups wie ResearchGate, die also die Art und Weise, wie Wissen vernetzt wird in der Young Scientific Community auf den Kopf stellen. Das findet alles statt und das wird sich herrlich wenig darum kümmern, ob wir dem jetzt quasi einen universitär-curricularen Rahmen geben. Das können wir da, wo wir Staatsexamina abnehmen, noch eine ganze Weile so halten, dass wir da einen künstlichen Zugang zum Markt regulieren. Aber das wird trotzdem stattfinden, disruptiv. Auf der anderen Seite ist das auch eine wunderbare Chance für Universitäten, Talente zu fördern, an die wir im Augenblick nicht rankommen. Man kann sogar sagen, es ist eine Verantwortung in einem reichen Industrie- und auf einer Wissensökonomie basierenden Staat zu sagen, warum sollen eigentlich die Lehrmöglichkeiten, die unseren Studierenden zur Verfügung stehen, nicht auch jemandem in Liberia zur Verfügung stehen? Das ist ja eingangs gesagt worden. Wer weiß, was das für ein Talent ist. Und das meine ich damit. Also es werden weder die Risiken in Gänze erkannt, aber noch weniger die Chancen und die Verantwortung, die damit einhergehen kann. Und wenn ich einen Satz noch ergänzen darf, das Zweite, was glaube ich eine Erkenntnis ist, die man sich immer wieder vergewissern sollte, wir erfinden unser Menschenbild ja kontinuierlich neu. Also niemand wird jetzt ernsthaft sagen, dass die Aufklärung kein Fortschritt war in unserem Menschenbild. Und trotzdem gibt es auch von Kant einen sehr lesenswerten Essay darüber, dass wenn jetzt aber jeder ein gedrucktes Buch in der Hand hat, naja, dann findet ja gar kein Austausch mehr statt, weil alle nur noch Bücher lesen, die zwischenmenschlichen Beziehungen erkalten. Wir lesen dasselbe von ägyptischen Priestern, die sich sehr darüber aufregen, dass diese ganze Beschleunigung damit, dass man nicht mehr Sklaven den Kopf kahl macht, etwas draufschreibt, Haare wachsen lässt und sie dann zum Nachbartempel schickt, sondern dieses neumodische Papyrus, das sei also ganz schädlich. Das wird sich alles legen, weil es einfach schon immer ein neuer Erfindungsprozess war. Das ist auch sehr schön. Aber Herr Schams-Riesi, und Ihre Frage an die gesamte Runde, ich würde gerne jetzt die nächsten 5 Minuten darauf fokussieren, wie verändert sich das Lernen durch die Digitalisierung? Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung doch noch einmal mit Manfred Spitzer auch befasst. Und ich denke, Herr Dück, das rennt bei Ihnen dann offene Türen ein, das Thema digitale Demenz, wie wir die Zukunft unserer Kinder im Grunde verspielen, weil sie eben durch die digitale Umwelt im Grunde, ich sage jetzt mal krass, verdummen, weil eben digitale Medien vielfach nur zum Spielen genutzt werden, um kurzfristige Interessen zu befriedigen, aber nicht eigentlich zur
Bildung. Jetzt wollen wir digitale Medien für die Bildung einsetzen. Kann man lernen mit digitalen Medien, Herr Dück? Ja, bin ich noch da? Sie, sprechen Sie, wir hören Sie. Da muss ich gleich. Also ich meine, mit der digitalen Lens, das hat sich ja so ein bisschen gelegt. Jetzt haben sich die Zeitschriften, ja, die Spiegel und so weiter, auch mit Headlines befestigt, dass plötzlich das Spielen auch wieder intelligent macht. Also anscheinend ist es nur bis 18 schädlich ungefähr. Dann müssen wir arbeiten, ungefähr bis 63, glaube ich, dann gibt es Frührente und dann muss man wieder das Gehirn auffrischen, um als Senior dann nicht ins Heim zu müssen. Also so ungefähr stellt sich das jetzt dar. Und das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, das ist so Tagesgefecht zwischen Antagonisten und Protagonisten. Das meinte ich ja, das hätte jetzt nicht gerne diese Frage gehabt, weil ich auf der letzten Folie habe ich wirklich gesagt, wir müssen jetzt mal mit diesem Fluchgerede aufhören. Und früher haben wir uns zugesoffen im Dorf oder irgendwas anderes gemacht. Da haben wir nicht mit dem Smartphone gedaddelt. Und ich meine, man muss jetzt mal praktisch diese ganzen Diskussionen, die wir führen, gehen immer von idealen Zuständen aus. Und wenn ich jetzt sage, ich will nicht einen neuen idealen Zustand, sondern ich will ein normales, neues Leben in 10 Jahren, dann sagen unsere jungen Menschen immer, das gibt's schon und der Truhn hat das schon gemacht und der hat das. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, was ist die wirkliche gymnasiale Infrastruktur in 20 Jahren für normale Menschen, nicht für irgendwelche, die als Genie das Google-Auto erklären vor 160.000 Leuten, sondern immer. Und wir haben vor 10 Jahren gesagt, jeder muss einen Blog haben und jeder muss eine Webseite haben. Und dann kommt raus, dass keiner wirklich journalistisch gut schreiben kann und dann hören sie da auf, also weil nur 2 Leser das angucken. Und Herr Schabes-Riesi darf kurz entgegnen und dann würde ich gerne in die nächste Ebene. Hat eben schon wieder den Kopf geschüttelt. Das ist der Mann, der da den Kopf schüttelt. Okay, also 2 sehr kurze Entgegnungen. Zum einen, der Manfred Spitzer ist tatsächlich ja nicht unumstritten. Also das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hat sich mit den Thesen beschäftigt. Da bleibt in der Empirie nicht viel übrig. Ich muss das jetzt auch sagen, weil wir machen mit dem Max-Planck-Institut und der Charité ein Start-up, bei dem Demenztherapien über Videospiele versucht wird, denen zu begegnen. Die zweite kurze Erwiderung. So wie die Einführung der Schrift und die Einführung des Buchdrucks die gesamte Gesellschaft umgekrempelt hat, so wird halt auch die Digitalisierung die gesamte Gesellschaft umkrempeln. Es ist nur die Frage, wer macht das rechtzeitig mit und sieht das auch als Chance für ein neues Menschenbild, Demokratisierung von Bildung und so weiter. Aber wenn ich mir die Studien des Stifterverbandes anschaue, dazu, wer beispielsweise in Deutschland noch sozialen Aufstieg organisiert über das Bildungswesen, dann sind das private Hochschulen und das sind private Schulen. Und wenn die privaten Schulen es nicht machen, wenn die staatlichen Schulen es nicht machen, dann werden sich private Schulen gründen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das gut findet oder nicht. Ich persönlich habe zwar in einer solchen Einrichtung studiert, kann mir aber auch was anderes vorstellen, aber es findet ja tagtäglich statt und es wird ja tagtäglich mehr. Und ich meine, wir sind auch die mobilste Generation seit langem. Wir können halt auch ins Ausland gehen und das kann heute auch viel mehr, als es jemals konnten in meinem Alter. Ein freier Mensch. Sie sind ein freier Mensch, das merkt man. Frau Garte, Sie sind Professorin für mathematische Statistik und industrielle Anwendungen und sehen dieses große Thema Digitalisierung jetzt auch also manifest in der Wissenschaft als große Herausforderung. Wo ist da die größte Baustelle für Sie? Also zunächst mal möchte ich mich den Einschätzungen anschließen, dass wir nicht mehr darüber zu diskutieren haben, ob dieser technologische Fortschritt nun Fluch oder Segen ist. Das sind unsere neuen Kulturtechniken und wir leben mit ihnen, wir gehen mit ihnen um und auch die neue Generation lebt mit ihnen und geht mit ihnen um, lernt und an den Universitäten wird auch mit ihnen gelehrt. Wie schwierig es nun aber ist, an den Bildungseinrichtungen, an Hochschulen, Schulen, Universitäten die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu haben. Darüber müsste man allerdings vielleicht eher als mit Stiftungen, mit der Politik reden. Wenn sich die Grundausstattungen von Hochschulen und Universitäten hier nicht entscheidend verändern, dann wird uns dieser Schritt eben viel zu spät gelingen. Das ist eine wunderbare Geste, 1,2 oder 1,5 Millionen, aber das ist der Etat eines kleinen Sonderforschungsbereichs an meiner Universität. Damit werden wir das Universitätssystem nicht in diese neue Welt führen. Hier ist die Politik gefragt, eindeutig gefragt, Infrastruktur zu schaffen, auch die ständige Adaption an neue Technologien möglich zu machen.
Wir dürfen da nicht auf dem Stand von jeweils gestern stehen bleiben, sondern müssen, wenn die Wissenschaft der Treiber bleiben soll, und das kann man sich kaum anders vorstellen, eben auch vorne weggehen können. Das bedeutet, wir brauchen auch für diese Dinge ganz andere Ressourcen und Hilfe. Wenn ich es richtig weiß, tagen die Kultusminister in diesen Tagen. Ich weiß, dass ein Top-Thema die Inklusion ist, auch ein sehr wichtiges Thema. Aber wie könnten denn Sie, und jetzt würde ich gerne diese Frage an Herrn Snabe richten, an die Politik herantreten und eine größere Bereitschaft in Bezug auf dieses Thema, eben Bereitstellung von Infrastruktur, auch eben an den öffentlichen Einrichtungen einer Universität, dass man da eben Punkt setzt? Ich glaube, wir haben eine wichtige Rolle im Geschäftsumfeld, diese Initiative zu treiben. Wir können nicht warten, dass die Politik die Lösung findet, sondern wir müssen schneller werden. Ich glaube, der große Unterschied heute ist, dass die Wandel durch die Digitalisierung passiert sehr, sehr schnell. Früher war das über Generationen. Das heißt, wir konnten junge Menschen Ausbildung für die nächste Phase. Hier müssen wir wahrscheinlich mehrmals neu ausbilden. Und damit kommen wir zu Hauptproblem, dass wir dieser Wandel so schnell ist. Deshalb müssen wir aktiv werden im Unternehmen. Wir haben ja ein Beispiel aus der IT-Gipfel initiiert. Die Arbeitsgruppe 6, die ich teilweise geleitet habe, haben wir diesen Academy Cube gegründet. Das ist eine digitale Plattform für Lernen, aber gleichzeitig eine Jobsuche-Plattform. Wir haben ja ein Paradox in Europa, dass wir gleichzeitig 6 Millionen junge Menschen arbeitslos haben und gleichzeitig freie Stellen in der IKT-Branche. Und da können wir entweder warten oder irgendwo im Ausland die Leute finden oder schneller was tun. Da haben wir also diese Plattform gegründet. Das Ziel ist 100.000 arbeitslose junge Menschen, die Technologie-Teile beizubringen über ein Learning und dann eine E-Learning-Plattform und dann auch die Stelle zu finden. Wir haben 7.000 Menschen jetzt ausgebildet, die ersten 700 haben schon die Stellen gefunden. Und das ist ein Beispiel, wo Politik und Wirtschaft zusammenarbeitet, um das Problem schneller zu lösen. Herr Schlüter, Sie hatten dazu auch einen Input. Ich denke auch immer wieder an den Hochschulreport von gestern und da alle Ausführungen zum Thema Lehrer. Wenn ich ganz kurz noch eins einbringen darf, ich habe zur Vorbereitung auch ein Fachgespräch mit meiner 15-jährigen Tochter geführt, die sagt, an ihrer Schule gibt es 3 Whiteboards, aber die Lehrer können sie nicht bedienen. Also es gibt 3 an einer Schule für 1100, an einem Gymnasium für 1100 Schüler, aber sie werden de facto nicht genutzt. Wir müssen also auch an die Lehrerausbildung, was wir vorhin ja auch schon mal angetippt haben. In der Tat. Ich wollte allerdings in Anlehnung an Frau Gater und Herrn Snabe noch einen Aspekt ergänzen. Beim Internet haben wir irgendwann mal gelernt, dass das Internet keine nationalstaatliche Angelegenheit ist. Dass es sich einer Regelung in Deutschland entzieht, weil es eine internationale Einrichtung ist. Und die gleiche Erfahrung werden wir jetzt auch im Bildungssystem möglicherweise machen, dass das, was wir hier beschließen, in einem nationalen Kontext, internationalen Kontext geschieht, wo die wesentlichen Treiber aus dem Ausland kommen. Und die deutsche Politik ist aufgefordert, dafür zu sorgen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren oder von Entwicklungen überrollt werden, die aus dem Ausland auf uns zukommen, ohne dass wir sie verändern können. Ein ähnlich schmerzlicher Erfahrungsprozess möglicherweise wie bei der Erkenntnis, dass das Internet nicht eine nationalstaatliche Angelegenheit ist. Ja, zur Lehrerbildung. Die Lehrerbildung ist sozusagen der Flaschenhals in unserem gesamten Wissenschafts- und Bildungssystem. Da geht es darum, das Wissen an den Universitäten in die Breite, in die Köpfe der jungen Menschen zu tragen. Und da brauchen sie auch diese entsprechenden Voraussetzungen, nicht, ich habe es eingangs erwähnt, nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern vor allen Dingen auch die didaktischen und die pädagogischen. Und da liegt hoch defizitärer Bereich in der Ausbildung von Lehrern. Und wie immer geht es dann eben um die auch finanziellen Möglichkeiten, die da zur Verfügung gestellt werden. Frau Gater, Sie sind immer wieder dran und haben einen Einwurf in Bezug auf? Auf die Internationalität dieses Prozesses, das sehe ich wie Sie. Dieses ist ein internationaler Prozess, allerdings unter ausgesprochen unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern. Die Bedingungen, unter denen in den USA MOOCs entwickelt worden sind, völlig andere. Da haben wir einen Bildungsmarkt mit wirklich sehr teurer, tertiärer Bildung. Die Tuitions in Harvard und Stanford sind um die $60.000 im Jahr. Das frei, also
open zu machen, ist eine völlig andere Herausforderung, als im deutschen Bildungssystem Vorlesungen ins Netz zu stellen, die ja sowieso ohne Studiengebühren gehört werden können. Und dieser Markt wird finanziert von Venture Capital. Milliarden sind reingeflossen in die Entwicklung bei Coursera etwa. Da ist nämlich einiges open, einiges ist frei an den Kursen, aber die Vorbereitung auf die entsprechenden Prüfungen, Prüfungsgebühren, das ist eben nicht frei, weil der Bildungsmarkt, der tertiäre Bildungsmarkt, universitäre Bildung in den USA eben etwas kostet. Das ist der ganz große Unterschied hier zu uns. Wir werden solche MOOCs eben nicht für den Markt entwickeln, wo sie entsprechendes Return on Investment auch wieder bringen. Deshalb glaube ich, das ist zwar eine internationale Herausforderung, aber die Bedingungen, unter denen wir hier in Deutschland, die Universitäten auf diesem Markt unterwegs sind, sind absolut andere. Und weil eben alles frei ist, schwieriger. Solange Bildung, und das ist unser Ideal, für jeden frei ist, wird das eine andere Situation sein, in der wir hier arbeiten. Ich würde gerne nachfragen, der Bund hat, wenn ich das richtig weiß, jetzt vor, jenseits seiner eigentlichen Befugnis, ich glaube, 300 Millionen Euro in den Bildungsbereich eben auch gerade in die Hochschulförderung zu investieren. Wo sehen Sie denn den wirklich realistischsten Ansatzpunkt, wenn wir an die Herausforderung Digitalisierung denken? Wo müssten die Gelder konkret hinfließen? Frau Gater. Ich will es nochmal sagen, in die Infrastruktur der Universitäten, die seit vielen Jahren anders als die außeruniversitären Bildungseinrichtungen eben keinen Aufwuchs in ihrer Grundausstattung hatten. Genau da fehlt, da müsste es hin. Und kurzfristige Projekte sind zwar natürlich gern gesehen, aber werden diese Situation, diese Notwendigkeit, diese Herausforderung in unserem Bildungssystem nicht lösen. Herr Snabe, da könnten Sie als SAP auch eine gewisse Rolle einnehmen. Ja, und das tun wir auch. Meine Sorge ist, dass wir oft auch mit relativ geringen Mitteln parallel vielleicht 50 verschiedene Plattformen bauen, anstatt die Mitten zusammenzuführen und einen kräftigen Plattform bauen können. Daher diese Academy Cube-Initiative. Aber ich bin für eine Zusammenarbeit. Wir müssen hier lernen. Das ist klar, dass diese offenen Kurse, die nur übers Internet gesehen werden können, nicht so gut zu Lernen führen, als auch eine Kombination mit Klassenunterricht. Das ist die Kombination. Da haben wir noch viel zu lernen und daher müssen wir irgendwie uns zusammenführen und schneller zusammenlernen und die Investitionen. Wir haben als SAP 2 Millionen Euro für das Academy Cube investiert, weil das ist genau das Problem, die Infrastruktur fehlt. Ne? Aber wenn wir das 50 Mal machen, parallel, dann haben wir keine guten Plattform. Herr Snabe, Sie sind ja Däne, weltweit unterwegs. SAP hat hier 250.000 Kunden, 12 Millionen Anwender weltweit, weltweit 120 Tochtergesellschaften, also ein sogenannter Global Player. Wo sehen Sie da Deutschland? Sind wir so in der Steinzeit oder was würden Sie jetzt mit dem Blick von außen Deutschland raten? Also erstmal den Vergleich. Ich muss sagen, USA ist hier deutlich voran. Die machen seit Jahren diese offenen Kurse, haben auch die Erfahrung. Ich bin übrigens ein Schüler von Yale auch im offenen Kurs. Und wir müssen diese lebenslange Lernen jetzt lernen. Ne? Ich vergleiche zu Dänemark, relativ klein, aber technologiemäßig weiter vorangetrieben. Die jungen Leute sind halt eher digitaler. Das habe ich mit meinen Kindern gesehen. Wir waren in Deutschland, wir waren dann danach zurückgekehrt nach Dänemark und dann waren die also Jahre hinterher und müssten dann schneller werden. Und ich würde auch sagen, was wir jetzt in Asien sehen, was Ausbildung angeht, also die Ambitionen in Asien sind so weit, dass ich meine größte Sorge für die Zukunft in Europa fängt mit Ausbildung an. Und da haben die also einen Hunger in Asien, der weit, weit
größer ist, als was wir hier in Europa sehen. Hunger ist ein gutes Stichwort. Wir kriegen jetzt die Kurve. Ich würde gerne Sie alle bitten, ein ganz kurzes Fazit zu ziehen. Was nehmen Sie mit aus der Runde? Herr Professor Dück, fangen Sie vielleicht an. Sie haben den Input gegeben. Haben Sie neuen Gedanken heute mitgenommen? Ja, das ist ein langer Weg. Ich meine, wir müssen wirklich nicht nur die Plattformen besprechen, sondern das, wohin wir überhaupt damit wollen. Dann muss natürlich jede Universität ein Medien, einfach so ein Filmregisseur-Team haben mit richtig guten, teuren Kameras, die immer zum Einsatz sind. Da muss man irgendwie eine andere Fakultät flachten. Man muss auch nachdenken, vielleicht als letztes, über neue Bildungsformen, also die überhaupt noch gar nicht gelehrt werden. Also in Medizin zum Beispiel sehen Sie ungefähr 1,5 Leichen, ja, und dann hinterher sind Sie Arzt. Im Grunde könnte man im Wikipedia 100 Masernkranke, 100 Keuchhustenkranke, Tonnen voll Hörproben über den Unterschied zwischen Keuchhusten, Bronchitis und Pseudokrupp und so weiter hören. Und da könnte man ganz andere Ausbildungsformen auch machen, die wir heute noch gar nicht über Professoren hinkriegen. Also so richtig Trainings und so weiter. Und darum müssen wir noch sehr, sehr viel mehr länger nachdenken und es wird alles sehr teuer. Vielen Dank, Herr Professor Dück. Frau Professor Garter, Ihr Resümee oder Ihre Home-Taking-Message, was möchten Sie uns mitgeben? Digitalisierung bleibt auch weiterhin für uns alle, nicht nur in der Bildung, auch für jeden im täglichen Leben eine Herausforderung. Sie stellt uns vor ständige Veränderungsanforderungen und denen müssen wir uns tatsächlich immer schneller auch anpassen, diesen Anforderungen. Und wir sind alle gefragt, ein so großes Auditorium hier darf ein Think Tank sein, aber die Politik sollte diese Themen eben auch unbedingt in ihren Alltag mit reinnehmen. Und bei den jetzt geschlossenen Koalitionsverträgen haben wir von solchem Jahr jetzt gar nicht so viel gehört. Ich würde auffordern, dass wir uns diese Herausforderung, die diese neuen Kulturtechniken nun mal mit sich bringen und die Fakt sind, die da sind, der Paradigmenwechsel ist bereits erfolgt, dass wir uns denen einfach weiter stellen. Herr Schams-Risi, das wird auch Ihre Botschaft sein. Also zumindest gab es nichts, dem ich widersprechen möchte. Ich nehme aber trotzdem mit und würde meiner Funktion als studentischer Vertreter hier auf dem Panel, glaube ich, auch nicht ganz gerecht werden, wenn ich das nicht nochmal als Angebot zum Feedback zurück in den Raum gebe, dass wir die Diskussion immer noch sehr eindimensional führen. Wir reden immer noch über Government statt über Governance, gerade hier beim Stifterverband, wo man gucken kann, wer kann sich denn sonst noch einbringen. Wir reden viel über die USA und Asien. Wenn ich mir anschaue, meine Damen und Herren, was die Open University of West Ghana leistet an Innovation über die Technologie und die Plattform, über die ganzen Detailfragen hinaus, haben Sie da die Möglichkeit, sich von den besten Lehrenden weltweit Ihr Curriculum zusammenzustellen und werden es aber trotzdem abgefragt bekommen vor Ort in West Ghana. Na, dann sehe ich da eine soziale Innovation, die ist halt auch noch mal einen Schritt weiter als Asien, einen Schritt weiter als in den USA und es wäre wünschenswert, wenn wir zu transsektoralen Konzepten kommen, die alle Akteure mit einbeziehen, weil unter uns, meine Generation wird es halt sowieso machen, wie wir es für richtig halten. Das verdanken wir den Chancen, die vorherigen Generationen uns gegeben haben in der Ausbildung und so weiter. Aber ja, den Wandel werden wir halt gestalten, mit allen anderen hier oder disruptiv. Und es gibt da viel zu tun. Vielen Dank, Herr Schams-Risi. Ja, ich meine, In alles Gesagte fließt ja unheimlich viel hinein. Die Mediziner werden sagen, die Vorlesung, die Sie beschrieben haben, gibt es schon. Die Juristen werden sagen, das geht urheberrechtlich nicht. Die EU-Kommission wird sagen, wir müssen Wettbewerbsrecht im Auge behalten. Ich möchte es ganz gerne noch mal zum Schluss, Herr Snabe, konkret von Ihnen hören. Gibt es heute eine konkrete Idee, einen Vorschlag, den Sie von dem Gespräch mitnehmen, bei dem Sie sagen, da würde ich gerne heute noch mit Herrn X sprechen, um Y zu bewegen, damit wir Z hinkriegen? Also erstmal bin ich Optimist. Ich bin eigentlich begeistert. Wir haben nie vorher die Möglichkeit gehabt, so viel Wissen ohne Kosten an jeder Mensch überzubringen. Und wir haben nie vorher die Individualisierung vom Lernen so im Griff wie jetzt. Also in der Sinne sehr, sehr positiv. Also mein Wunsch ist, dass wir nicht nur einen Think Tank haben, sondern einen Tun Tank.
Weil ich glaube, wir können hier lange reden und meine Erfahrung ist, wir müssen halt tun und lernen und tun und lernen und die schnelle Iteration. Und daher ist mein Wunsch die Zusammenarbeit mit den jungen Leuten, weil die haben wahrscheinlich die größeren Ideen und sind gewöhnt, in der Geschwindigkeit zu arbeiten. Vielen Dank, Herr Snabe. Ja, das Schlusswort soll jetzt hier Herr Professor Schlüter haben. Was mich noch grundsätzlich bewegt, ist, wir sprechen hier alle und ich sage mal, uns allen geht es gut. Ja, wir sind freie Menschen, Sie ganz besonders. Ja, Sie können sich erlauben, destruktiv unterwegs zu sein. Wie bitte? Destruktiv, nicht destruktiv. Destruktiv. Oh ja, okay, Mensch, ich habe die ganze Zeit destruktiv verstanden und dachte, mein Gott, was ist das für ein Typ, ja? Boah, distributiv. Mag in der Retrospektive so wirken, aber Disruption ist gemeint. Ah, jetzt, danke. Oh, bin ich ja froh, dass ich das geklärt habe, ja? Herr Schlüter, Sie sprachen vorhin auch schon mal das große Thema an, wie erreichen wir eben bildungsferne Kinder aus bildungsfernen Familien, eben die eben nicht selbstverständlich, man kann es sich ja kaum vorstellen, aber eben doch nicht selbstverständlich zu Hause ein Gerät haben und damit die Infrastruktur. Können Sie das in Ihr Schlusswort einbinden? Ich versuche es. Also ich glaube, mein Schlusswort wäre gewesen, wir haben ein öffentlich-rechtlich finanziertes Bildungssystem, das ist auch gut so und das ist richtig so und da passieren Entwicklungen, die müssen wir aufnehmen und das dürfen wir nicht dem Markt überlassen, das darf nicht durch die Privaten geregelt werden. Die Spender und Stifter sind überfordert, da muss der Staat die Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen, um diesen Prozess zu begleiten. Und jetzt der Schlenker zu Ihrer Frage. Wenn das nicht passiert, dass wir das öffentlich-rechtliche System in die Lage versetzen, auch diese Formen der Vermittlung von Wissen zu erfüllen, dann wird die Schere zwischen denen, die aus Elternhäusern kommen, wo das gang und gäbe ist, und denen, die diese Mittel nicht zur Verfügung haben, noch größer. Und das unterstreicht dahin nochmal den öffentlichen Auftrag, sich dafür zu engagieren. Ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank an die ganze Runde. Vielen Dank. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Danke sehr.